Schönen guten Abend bei Mein Weg. Heute wieder mal aus dem Jocherl, nicht, aber ab und zu sind wir ja woanders. Heute wäre ein ganz lieben Gast bei mir in Florian Genk. Servus Florian. Hallo. Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, trotz der ganzen Berichterstattung, die jetzt wieder mal notwendig war, zu uns zu kommen. Man muss auch die wichtigen Dinge wahrnehmen, nicht nur den Kurzprozess. Ne? Ja, genau, weil das ist ja dann ein kurzer Prozess. Lieber Florian, wie bist du zu denen gekommen? Also du bist Buchautor, du bist Falter, diese Falter, Zeitung, diese kleine, genau, die kleine Falter-Zeitung. Bist du Chefredakteur? Bist aber auch Mitbegründer, glaube ich, des Falters? Nein, Begründer bin ich nicht. So alt bin ich noch nicht, weil das ist 77 gegründet worden. Was so lange gibt es jetzt wirklich schon? Also ich bin nicht Mitgründer, aber du, ich würde sagen Mitbegründer. Also ich kann begründen, warum es um Falter geht. Dann begründe es mal. Aber ich bin bitte kein Gründer. Ich bin erst 1973 geboren, als wieder Falter gegründet wurde. Ah, du warst noch relativ jung. Vier, also mit 10 habe ich meine erste Zeitung gegründet, aber mit 4 noch nicht. Also gut, was hast du mit 10 für eine Zeitung gegründet, wenn wir schon dabei sind? Die School Times, das war tatsächlich eine Schülerzeitung, die im Wesentlichen darin bestanden hat, dass wir Witze geflattert haben und das haben wir dann verkauft. Beim Papa im Büro kopiert, geheftet. Okay. Ich hatte einen Illustrator, der ist heute noch Maler und hat einen Malerbetrieb in Eichgraben, den bin ich immer noch befreundet, der hat gezeichnet und geschrieben und das haben wir verkauft. Na wunderbar. Das heißt, du hast eigentlich schon relativ früh gewusst, was du machen willst. Sagen wir so, ich habe sehr oder früh... Oder in die Richtung gehen. Mich hat das tatsächlich immer fasziniert, Öffentlichkeit herzustellen. Dort, wo andere keine Öffentlichkeit wollten, weil es ihren Interessen gedient hat, keine Öffentlichkeit zu haben. Das ist so ein bisschen die Begründung, warum ich glaube, dass es einen Journalismus braucht, nämlich eine öffentliche Arena für Dinge, die die Öffentlichkeit betreffen. Und es gibt einfach sehr viele Menschen, die wollen ihre privaten Interessen auf Kosten der Öffentlichkeit durchsetzen und hätten gern, dass das die Öffentlichkeit nicht bemerkt. So. Und das ist der Moment, wo der Journalismus das Licht aufsteht. Sehr gut. Gut, aber jetzt nochmal zurückzukommen zur schulischen Laufbahn. Du bist ja dann ins Gymnasium gegangen, nehme ich an, hast dann ein Studium angefangen. Nein, ich habe es auch beendet. Ja, ja, aber du hast es natürlich, irgendwie muss man anfangen. War gleich von Anfang an klar, welche Studienrichtung? Oder? Ja, ich wollte, also ich habe zwei Wege gehabt. Ich wollte, haben wir gedacht, vielleicht Strafverteidigung oder Anwalt. Ja. Und im Herzen wollte ich eigentlich immer Journalismus machen. Das hat mich immer fasziniert. Ich habe auch sehr früh schon im Jus-Studium Praktikum gemacht beim Kurier, beim Peter Rabel damals, der hat mich, er hat natürlich nicht gewusst, wer ich bin, aber der war damals Peter Rabel und Rauscher. War ja sehr bekannt. Das waren damals im Standard die Live-Gestirne. Und das hat mich eigentlich immer, diese Form von Schreiben hat mich eigentlich immer fasziniert. Und mein Vater hat sich gewünscht, dass ich Wirtschaftsanwalt wäre. Er hat gesagt, da kann ich viel Geld verdienen. Und ich habe gesagt, ja, aber es interessiert mich nicht. das will ich nicht. Aber das Jus-Studium hat mich tatsächlich interessiert. Also ich halte es nach wie vor für die beste Journalistenausbildung. Also falls irgendwer zuhört, der gern in den Journalismus gehen will, studiert es nicht Publizistik, studiert es Jus, weil es einfach eine grundsätzliche Grundausbildung gibt über die Frage, wie eine Gesellschaft organisiert ist, wie sie geregelt wird, was die Leute dürfen, was sie nicht dürfen, wie ein Staat funktioniert, wie das Strafrecht funktioniert. Es ist Geschichte drin, Soziologie und das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Das war der Beginn, wo ich gern gelernt habe. Ja, die Schule hat mich gelangweilt. Wieso viele von uns? Alle würde ich nicht sagen. Also es gibt schon Leute, denen es gefällt. Aber, es hat ein paar Lehrer gegeben, die waren eine Theatergruppe und so, das war lustig. Aber die Schule, da hat mich das Lernen gelangweilt und das Jus-Studium, das hat mich wirklich fasziniert. Das heißt, Theatergruppe, du wolltest dann vielleicht Theater auch irgendwann mal spielen? Ich habe Theater gespielt in der Schule. Ne? Da habe ich schon den kleinen Prinzen gespielt und den König im kleinen Prinz. Übrigens gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara Tod, die jetzt beim Falter ist, sind wir schon auf der Bühne gestanden. Na bitteschön. Also auch damals also schon ein Konnex. Die Bühne hat mich auch immer, habe ich immer gern gehabt. Was dir ja dann später auch zugute kommt, wenn du Lesungen hältst. Da ist ja ganz gut, wenn man ein bisschen eine Bühnenausbildung hat dazu. Na ja, oder mit Florian Schäuber. Genau, dazu aber zu dem kommen wir dann schon. Ja, also wie gesagt, du Jus-Studium beendet und wie ging es dann weiter mit deiner? Ich habe das Jus-Studium beendet im Jahr 96, also relativ schnell, und habe dann zwei Dinge gemacht. Ich habe zwei Jahre als Berater von Helping Hands so nebenbei, neben meiner Dissertation gearbeitet und habe dort Flüchtlinge beraten. Das war für mich also eigentlich eine prägende Zeit in einer Orientierungsphase, weil ich
dort gesehen habe, wie die Bürokratie mit Flüchtlingen damals aus dem Bosnienkrieg umgegangen ist, ja, und wie man mit den Mitteln des Rechts diesen Leuten helfen kann. Ich war damals schon eher die Realo-Fraktion, die gesagt hat, wir helfen den Leuten, die wirklich aus den Kriegsgebieten geflüchtet sind, wir verschleppen nicht die Fälle. Aber ich habe dort sehr viele Anwälte, Richter, junge Juristen kennengelernt, mhm, mit denen ich halt noch kooperiere. Und ich habe aber dann begonnen, weil ich wirklich entdeckt habe, wie damals auch das Rote Wien, das sich ja immer sehr auf die Brust klopft, wie sozial es ist, damals der berühmte Stadtrat Hatzl, kann mich noch erinnern, die Zuwanderer wirklich missbehandelt hat. Also das war eine dunkle Zeit. Wir erinnern uns, das war so die Zeit, wo Haider hochgekommen ist, Mitte der 90er Jahre. Ja. Das Boot ist voll, Ausländervolksbegehren, Lichtermeer, also so Beginn der 90er Jahre, die Grenzen sind aufgegangen, die Leute waren verunsichert, Österreich ist der EU beigetreten. Und da habe ich gelernt, wie man einerseits mit den Mitteln des Rechts den Leuten helfen kann und gleichzeitig habe ich dann aber begonnen, über einige der Fälle, das beim Kurier, einem Kollegen, dem Peter Bieser, der damals bei Gericht war, habe ich gesagt, eigentlich sollte man über diese Fälle auch schreiben, wie die Behörden argumentieren. Und habe dann begonnen, eigentlich immer mehr über diese Fälle zu berichten. Und habe gemerkt, dass der Lichtstrahl der Öffentlichkeit auf solche Fälle oft mehr bewirkt, als man durch die juristische Arbeit hat. Ja, weil auf einmal, wie man gesagt hat, auf einmal dreht man das Licht an und sieht, wie geht die Bürokratie mit diesen Leuten um. Das waren Leute, die sind vertrieben worden aus Bosnien, die man wieder zurückgeschickt hat. Das waren Begründungen, dass jemand seine Aufenthaltsbewilligung nicht mehr bekommt, weil er ein Kopftuch trägt und daher ist er nicht integriert. Und ja klar, weil unsere Großmütter haben ja auch Kopftücher getragen und waren auch nicht integriert. Und waren so abgesehen davon und am Land dann zur Seite noch. Und da habe ich angefangen, sozusagen diese Fälle zu schreiben und bin langsam beim Kurier, da habe ich es als Praktikum gemacht und habe dann neben dem Jus-Studium angefangen, über rechtliche Fälle zu schreiben. Mhm. Ja, und habe das gelernt, einen komplizierten juristischen Sachverhalt einfach zu erklären. In der Tageszeitung bin ich immer wieder aufs Gericht gegangen, neben dem Studium, habe mir Gerichtsverhandlungen angeschaut, habe auch Fälle, die ich im Jus-Studium gelernt habe, aktuelle Entscheidungen habe ich immer wieder, und so bin ich langsam in den Journalismus gerutscht. Und dann immer tiefer und tiefer hineingerutscht. Genau, ich war dann eine Zeit lang in Holland, habe dort studiert, Menschenrechte, und habe dann ich glaube es war 96 oder 97, mein Gerichtsjahr gemacht. Ja. Das war für mich prägend, weil ich dort wirklich sozusagen von innen gesehen habe, wie Gerichtsbürokratie funktioniert. Ich habe gelernt, wie man einen Akt liest, ich habe gelernt zu sehen, was in einem Akt nicht steht. Ja, also wie entdeckt man sozusagen Untätigkeit von Behörden? Und habe über dieses Interesse halt die kritischen Juristen kennengelernt, die in Wien sich damals sozusagen formiert haben. Und bin dann 98 vom Armin Thurn her mehr oder weniger entdeckt worden. Ja. Ich habe für ein Jahr eine Journalistenausbildung noch gemacht, so eine Art Postgraduate beim Profil. Und der Armin Thurn hat mir dann vor mittlerweile 25, 26 Jahren gesagt, komm zum Falter. Und es wurde damals die Zeitung Format gegründet. Wolfgang Fellner hat versucht, das Profil zu ruinieren, was ihm letztlich auch gelungen ist. Und der Thurn hat junge Leute gesucht und hat gesagt, ich baue jetzt eine neue Redaktion auf und hat gesagt, komm, setz dich ein, du kriegst von mir damals, ich weiß nicht mehr, ich glaube 28.000 Schilling. Ja. Was damals aber auch sehr viel war, das darf man nicht vergessen. Hat mir 28.000 Schilling Monatsgehalt geboten und hat gesagt, ich stelle dich an, komm her. Und es war eine gute Bezahlung, ich war relativ gut ausgebildet. Ich habe mich damals schon als 25-Jähriger im Jus-Bereich, war ich kein Fachmann, aber ich habe ein bisschen einen Einblick gehabt. Und dann haben wir das gedacht. Ja, vor allem hat er den Mut gehabt, junge Leute sich zu holen und nicht auf alte zu bauen. Das hat er immer gemacht. Und dann war ein Jahr später, im Jahr 99, die große menschenrechtliche Katastrophe, der Fall Umofuma. Vielleicht erinnern sich die Älteren noch. Ein Flüchtling aus Nigeria, der von der Polizei verklebt wurde und der gestorben ist bei der Abschiebung. Und das war sozusagen der Einstieg. Da habe ich damals eine Kollegin gehabt, die Nina Weißensteiner, wo wir gemeinsam diesen Fall wirklich akribisch recherchiert haben. Und das war so der Einstieg in den investigativen Journalismus. Ja, also das, wenn man so will, in den 90er Jahren diese juristische Ausbildung gepaart mit dem Einblick in diese Flüchtlingswelt, in die Welt der Bürokratie, der Juristen, die menschenrechtliche, grundrechtliche Aufladung beim Auslandsstudium
Und dann auf einmal sieht man den Fall Hunderfummer. Und so bin ich langsam in diese Berichterstattung gerutscht. Und dann ging es weiter beim Falter und immer mehr und mehr und mehr. Dann sind, damals war so, es war so ein bisschen eine Kippzeit. 99 war ja die Zeit, wo sozusagen die schwarz-blaue Wende begonnen hat. Mhm, an das wenige erinnern mittlerweile. Wo Jörg Haider, weiß ich nicht mehr, ich glaube 27% kriegt. Das ist ein bisschen eine ähnliche Zeit wie jetzt. Ja, genau. Oder wie jetzt in Deutschland, muss man sagen. Ja, richtig. Und das war journalistisch natürlich interessant, weil die ganze EU hat Sanktionen verhängt. Man kann sich das halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Stimmt. Die Leute haben demonstriert auf der Straße, jede Woche jetzt die Donnerstagsdemonstration gegeben. Und da haben wir halt versucht, den Falter sozusagen positionieren als ein machtkritisches Blatt. Das war es immer, aber auch ein regierungskritisches Blatt und haben uns positioniert sozusagen gegen den Rechtspopulismus. Haben aber gleichzeitig geschaut, dass wir nicht irgendwie eine erwartbare linke Postille werden. Ja, das war immer wichtig. Ja, wir wollten immer Journalismus machen und nicht Linksaktivismus. Ich glaube, deswegen gibt es uns auch noch, anders als viele andere Produkte, weil wir letztlich doch journalistischen Kriterien immer gehorcht haben. Was auch sehr wichtig ist in dem Falle, damit man nicht zu sehr in eine Richtung gedrängt wird, in die man eigentlich gar nicht will. Ja, man kann seinen Standpunkt klar machen. Genau. Dürne hat das jetzt gerade in einem Interview, ist jetzt gerade 75 geworden, gesagt, ja, man soll seinen Standpunkt klar machen, aber in der journalistischen Arbeit sauber. Sauber und korrekt arbeiten, ja, richtig. Ja, 99 war überhaupt so ein lustiges Jahr, weil da haben sie ja dann, und ich komme aus der EDV-Branche eigentlich, kann mich noch gut erinnern, wie sie alle die große Panik gehabt haben, jösses, na, überleben wir überhaupt 2000, schaffen wir den Sprung überhaupt, rennen dann Y2K, die Computer weiter. Ne? Genau, Y2K war das Stichwort damals. Aber es ging ja dann Gott sei Dank doch weiter und wir haben mittlerweile 2024, ist auch schon wieder eine Zeit her, wie das war. Die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, oder 25 eigentlich Revue passieren lassen, ist ja immens viel passiert. Flüchtlinge 2015. Ja, wie hast du das alles so, wie habt ihr das so erlebt? Naja, da war ja sehr viel zu tun. Ich glaube, es gibt sozusagen zwei Ebenen. Auf der einen habe ich das Gefühl, man ist in einer Endlosschleife gefangen, wie das Murmeltier. Mein erster großer Korruptionsfall, über den ich berichtet habe, das hat betroffen einen gewissen Karl-Heinz Grasser, wo ich im Jahr, ich glaube 2003, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die erste Geschichte gemacht habe, dass der Herr Grasser, der Herr Maischberger, der Herr Blech und der Herr Hochecker krumme Dinge drehen. Und aufgrund dieser Berichterstattung hat sich sozusagen immer mehr, wir erinnern uns an die berühmte Homepage-Affäre, wo in Wirklichkeit die industriellen Vereinigung Grasser sozusagen Geld zugewendet hat. Damals ein Pressesprecher, Grasser, war ein gewisser Thomas Schmidt, vielleicht erinnert man sich noch an den. Und ein zweiter Mann, der sehr auffällig war, ein gewisser Johannes Pascali, das ist der heute in der Inseraten-Affäre vor Gericht steht oder vor der Staatsanwaltschaft. Also diese Figuren tauchen immer seit 20 Jahren immer wieder auf. Ja. Also das ist interessant zu beobachten. Ich mache immer einen Witz mit dem Schäuble, sage, wir haben so wenig Investigativjournalisten im Land, weil es einfach so wenig Leute gibt, die seit 20 Jahren so wieder Westendalle zurückkommen. Genau. Also Westendalle ist jetzt wieder da. Ja. Und also es hört nicht auf. Also diese Leute tauchen immer wieder auf und verschwinden und tauchen wieder auf. Und da hat eigentlich, wenn man es sozusagen politisch analysiert, begonnen aus der österreichischen, ich sage das immer so, ein bisschen famlos aus der österreichischen Gemeinwohlkorruption, also die Parteibuchwirtschaft, Wiegerger Wohnung war nicht der Parteibeitritt und der Wiegerger Hocken, aber die Parteien waren im Wesentlichen, haben sie ihre Korruption doch noch irgendwie zum Wohle der Parteimitglieder gemacht. Richtig. Ja? So. Das hat sich gewandelt, sozusagen mit der New Economy, in eine echte Politikerkorruption. Ja, also der Politiker steckt sich wirklich die Provision in die Tasche. Karl-Heinz Grasser ist ja nicht rechtskräftig verurteilt, aber immerhin schon 8 Jahre erstinstanzlich. Und da sieht man sozusagen einen Politiker, der auf einmal sagt, ich bereiche mich persönlich. Also ich gebe das nicht einmal mehr der Partei oder auch nicht, ich mache die Korruption nicht zum Wohle meiner Gesinnungsgenossen, sondern ich stecke mir das Geld wirklich selber ein über Offshore-Firmen. Und das war schon eine Zeitenwende, auch im Journalismus, weil die Dinge auf einmal komplizierter zu recherchieren waren. Man hat auf einmal zu tun gehabt mit Offshore-Firmen, mit Steueroasen, man musste kooperieren. Und der Investigativjournalismus hat sich begonnen, so in diesen Jahren zunehmend zu internationalisieren, so wie das organisierte Verbrechen, und auch zu kooperieren.
Zu der Zeit war damals noch der berühmte Alfred Worm, die Alten kennen ihn auch, der Aufdecker der Nation. Da war der Investigativjournalist der einsame Wolf, der da seinen Akten brütet, genau, und da was aufdeckt. Ne? Und so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig. Und das Bild hat sich eigentlich komplett verändert. Ja? Spätestens seit den Panama Papers, seit der Ibiza-Affäre, seit all diesen Leak-Affären müssen wir kooperieren. Ja, wir müssen miteinander Informationen teilen. Ja? Also das ist eine Veränderung. Und die zweite große Veränderung war natürlich die Erfindung des Smartphones. Mhm. Weniger des Internets, sondern des Smartphones. Als ich journalistisch begonnen habe, Anfang der 90er, hat es, das klingt jetzt so wie Opi erzählt vom Krieg. Es hat Telefone gegeben und es hat maximal gegeben die ersten 10 Netz, wo es halt telefonieren muss. Genau. Und das hat natürlich den Journalismus langsamer gemacht. Natürlich. Teilweise schlechter, weil ich viel weniger Informationen schnell bekommen konnte. Aber er war vielleicht auch durch diese Langsamkeit auch ein bisschen genauer. Vielleicht, wenn man die alten Zeitungen liest. Natürlich. Wird auch viel verklärt. So. Das Internet hat sozusagen die Hoffnung gegeben, wir sind die Digital Citizens und wir können jetzt jede Zeitung der Welt lesen und wir werden alle gescheiter. Der wirkliche Epochenbruch war natürlich vor 20 Jahren die Erfindung von Facebook und die Vernetzung von uns, die wir auch am Anfang als Segen gesehen haben. Wir haben gesagt, der Bürger kann sich auf einmal... Mittlerweile schon eher als Fluch, als Segen. Und mittlerweile wissen wir, dass das ein der erste Schritt war in eine von Algorithmen gesteuerte, zunehmend polarisierte Gesellschaft, an der am Ende letztlich stehen Figuren wie der Kickl, der Trump, der Bolsonaro, der Orban, die Leute gegeneinander aufbringen, emotionalisieren, weil das sozusagen der Treibstoff ist, soziale Medien zu konstruieren. Und das wirft uns Journalisten oder uns Medien, und ich bin jetzt mittlerweile Medien, auch Medienunternehmer, vor eine große Frage, weil wir nicht wissen, wie kriegen wir die Leute wieder dazu, den Wert des Journalismus zu erkennen. Mhm. Wie wir erkennen die Leute wirklich? Was ist jetzt echt? Ja, also spätestens die, schon in der Flüchtlingsversorgungskrise, aber auch in der Corona-Krise, haben die Leute gemerkt, sie sind von der Fülle an Informationen, der Fülle von Leuten, die ihnen die Welt erklären, komplett überfordert. Und ich weiß jetzt nicht mehr, soll ich dem Virologen der Charité in Berlin vertrauen oder dem Tennislehrer vom Fliesenleger von meiner Oma? Ja, das ist richtig. Weil der hat auch ein YouTube-Video gemacht. Und der hat mir jetzt gesagt, dass die Spritzen giftig ist. Ja. Das Beispiel habe ich vom Sascha Lobo übernommen, der ein sehr kluges Buch über die Vertrauenspanik geschrieben hat, der das genauso sagt. Nicht? Auf einmal wird der Tennislehrer vom Fliesenleger vom Nachbarn eine glaubwürdige Quelle. Weil den kenne ich da, während der Herr Professor im weißen Mantel, den kenne ich nicht, der ist wahrscheinlich zahlt von irgendeiner Lobby. Und das unterwandert sozusagen das Vertrauen in die Medien, das Vertrauen in die Politik. Dazu kommen Fehler, die natürlich Medien auch machen. Natürlich. Aber insgesamt es sind ja auch Menschen dahinter, ganz einfach. Insgesamt haben wir einen totalen Vertrauensverlust. Ja? Mhm. Und das macht mir ein bisschen zu schaffen. Ja, das sehe ich genauso, weil ich gehöre vielleicht nur zu der Gruppe, die sich ein bisschen selber Gedanken macht über das Ganze und nicht immer gleich alles bare Münze nimmt, was da drin steht in diesen Medien. Beste Beispiel Wikipedia, man kann dort reinschreiben, was man will, das wird nicht kontrolliert, ob das stimmt. So ja. Im Großen und Ganzen. Naja, ich hatte da so einen Vorfall, der das ganz deutlich aufgezeigt hat, wo ich mir gedacht habe, da sieht man es wieder. Trotzdem würde ich sagen, dass Wikipedia immer nur das am besten funktionierende soziale Netzwerk ist. Natürlich, keine Frage. Weil man muss fairerweise sagen, was kann Wikipedia? Es ist eine Schwarmintelligenz. Wikipedia zeigt transparent, wenn jemand was verändert. Und es hat sozusagen auf einer Hinterbühne einen Diskursraum, wo die Leute ihre Argumente vortragen müssen. Ja, ja, das schon. Aber es wird nicht gleich überprüft, ob das, was du da eintragst, da stimmt. D'accord. Aber wir haben gelernt, zum Beispiel in der Kriegsberichterstattung, dass Wikipedia-Einträge über Kriege und laufende Konflikte oft die präziseste Berichterstattung beinhalten, weil sie auch einen Quellenapparat bieten. Also ich bin ein Riesenfan von Wikipedia, weil ich wirklich glaube, das ist eine der wenigen sozialen Medien, die eigentlich funktionieren. Ja, und das war in einer Erstaunlichkeit funktionieren. Natürlich sind da Fehler drin und du kannst immer leider... Aber wenn ich es vergleiche mit... Warum funktioniert es? Weil es gemeinwohlorientiert ist, weil es nicht gewinnorientiert ist, weil transparent gemacht wird, warum was wo steht, weil ich Quellen angeben muss, weil ich Links angeben muss, weil ich Leute habe, die das reviewen. Und daher funktioniert es im Großen und Ganzen. Das kann ich weder über Facebook sagen, noch über Instagram. Facebook auf keinen Fall. Das funktioniert nicht. Ja? Ja.
Und daher glaube ich eigentlich, dass die sozialen Medien sich sozusagen mehr Richtung Wikipedia entwickeln müssen als Richtung Twitter. Gut. Apropos entwickeln, wie siehst du das Thema KI? Also künstliche Intelligenz. Ich gebe zu, das überfordert mich, ja, weil ich sozusagen als Jurist sozusagen nicht durchschaue. Ich kriege sozusagen mit, dass es den Journalismus, sagen wir mal so, probieren wir mal die optimistische Variante. Ich glaube, es wird uns wahrscheinlich, wenn wir jetzt in einem Dornröschenschlaf fallen und in 5 Jahren aufwachen, viele Rechercheprogramme geben, Plattformen geben, Datenbanken geben, die wir in einer Weise nutzen können, die wir uns halt nicht vorstellen können. Mhm. Es wird wahrscheinlich im Nachrichtenjournalismus KI-getriebene Berichterstattung geben, Wetter, Börse, Sport. Das wird die KI schreiben. Ja. Ich hoffe, dass die KI uns sehr helfen wird in der technischen Produktion. Also gerade, wenn man sagt, wir nehmen Podcasts auf, wir verschriften Texte, wir übersetzen Texte. Also da habe ich große Hoffnungen, dass es in vielen Bereichen die KI heute schon uns hilft. Wenn halt jemand einen Spiegel, die Zeitung Spiegel liest, kann er sich einen Text vorlesen lassen von einer fast Schauspielerstimme. Da liest keiner mehr und das höre ich mir an wie ein Podcast. Also das gibt viele Einsatzbereiche, die mich faszinieren. Die Bildbearbeitung, die grafische Bearbeitung von Bildern. Aber natürlich wird es große, nicht nur medienethische, sondern auch logistische Anforderungen geben, die Manipulation von Bildern, von Stimme zu vermeiden. Mir hat gerade eine Kollegin, die bei uns die Audioabteilung leitet und produziert, die klont gerade meine Stimme und hat mir vorgespielt, wie eine das Ansage, dann, die ich mache. Ja. Das lernt die KI gerade, es klingt fast gleich, es hat ein bisschen einen deutschen Akzent, aber wenn das Programm jetzt noch 2 Wochen lernt und noch viel mehr eingespielt wird, sitze ich da und ich bin überzeugt, dass jemand heute schon da sitzen kann und unser Gespräch auf Englisch führen kann und es gibt das Programm Podcastle, glaube ich, heißt das. Ja. Das sozusagen das, was wir sprechen, unten aufs Text automatisch übersetzt. Mhm, richtig, genau. Und wenn ich dort kürze im Text, habe ich auch schon im Wort gekürzt. Ne? Also ich muss nicht mehr kürzen, muss nicht mehr schneiden. Ja, ist schon klar. Sondern so. Ja, und ich kann natürlich, das automatisch. So, und ich kann natürlich dort auch Text eingeben und kann mir aber Dinge sagen lassen, die ich nie gesagt habe. Ne? Wenn ich jetzt da sage. Aber siehst du das nicht ein bisschen als Gefahr? Natürlich ist es eine Gefahr. Aber es ist eine Gefahr, die wir. Ich glaube, dass die Menschheit sozusagen intelligent genug ist, diese Gefahren auch logistisch zu bearbeiten. Und ich hoffe es. Aber es hat natürlich eine völlig andere Dimension. Mhm. Ja. Und es hat aber nicht nur im Journalismus. Ich meine, das heute es ist generell die Frage, wie werden Kriege geführt werden, wie werden Kampfstoffe produziert werden, wie werden. Ja, hoffen ja doch alle, dass Kriege jetzt irgendwann einmal erwogen sind und dass es nicht mehr geführt werden müssen. Das aber ich fürchte, die Menschheit lernt nichts dazu. Man sieht es ja immer wieder. Alles wiederholt sich irgendwann einmal in irgendeiner anderen Form. Wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, ich sage jetzt einmal, wir kommen aus der Generation vor 100 Jahren, wenn man zurückdenkt, ja, okay, gewisse Parallelen sind schon zum Sehen und zu ziehen. Aber noch ganz kurz, bevor wir zum Abschluss kommen, du bist ja nicht nur Journalist, du bist auch Buchautor. Mhm. Du schreibst gerade an einem Buch oder es kommt bald raus. Worum geht's? Also ich schreibe ein Buch über den Wiener Gerichtsmediziner Christian Reiter, der in seinem Studierzimmer Akten, Dokumente, Knochen, Asservate, eingelegte Körperteile, Fossilien, Büsten, Totenmasken aus seiner Tätigkeit der letzten 50 Jahre aufgehoben hat. Aha. Und er hat mir sozusagen die Möglichkeit gegeben, diese Dinge zu lesen, anzuschauen. Und das sind Fälle, die er bearbeitet hat für Gerichte, aber auch als Wissenschaftler, auch als historischer Gutachter. Er hat auch für den Vatikan gearbeitet und er arbeitet für die Kapuzinergruft und für die Habsburger. Und auf einmal haben sich aus diesen Artefakten und diesen Dokumenten und der Lebensgeschichte des Christian Reiter, der eine sehr spannende Lebensgeschichte hat, eine Erzählung der medizinischen Aufklärung vom 18. Jahrhundert bis heute ergeben. Also es ist eine Fülle an Fällen,
die sich aber sozusagen auch durch das Leben des Reiters zieht. Und eigentlich kann man ein Buch schreiben über die, wie sozusagen die Wissenschaft den Aberglauben, die Fake News, aber auch die Lüge vor Gericht überführt, das Böse bekämpft und das Gute sucht und gleichzeitig uns was über uns erzählt und das Ganze noch mit einem morbiden Schmäh. Ja gut, das passt ja für Wiener nicht morbid, ist immer gut, kommt in Wien gut an. Lieber Florian, herzlichen Dank für dein Kommen. Leider ist die Zeit vorbei. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern und mehr über dich zu erfahren. Danke. Liebes Publikum, es freut uns, dass Sie uns wieder zugeschaut haben.